greifen mich alle an im Knast. Was habe ich denn getan? Von dem man schon wieder die Oma beleidigt. Ich sag, ich erstmal schon wieder was fressen. Das bräuchte ich nicht. Legt euch nicht mit dem Messer an, der eine Shotgun. Also, liebe Kinder, was habt ihr gelernt? Shotgun ist weg. Oh! Ja, Mann! Jetzt hab ich auch so eine 1,5er Waffe, ey. Was für eine Waffe? Auch eine 1,5er Schadenwaffe. Ich hab jetzt so eine richtige Babo-Waffe. Genau wie du. Ich jetzt Babo. Ich hab die Waffe noch nicht mal dabei, aber egal. Warum nicht so viel stärker? Das ist ja auch Risiko. Babo. Ja, ja. Weil das ja bei dir so gut klappt, wenn du auf Risiko gehst. Ja. Hey Mario, darf ich einen Tipp geben? Ja. Learn to play. Hier wieder alles mitnehmen, da alles mitnehmen. Okay. Riesig. Ja, da gehören kriminelle Subjekte wie du dahin, ne? Alter, ich will ja raus. Tja, das wollen sie alle. Ich hab mich gerade noch ein bisschen belastet. Ich muss immer wieder die Türen alle verriegeln müssen. Alter. Nein, ich bin da nicht raus. Ich dachte schon. Da nochmal hoch. Brauche ich nicht. So, was haben wir hier noch Schönes drin? Wieder irgendein Codex, wieder irgendein Codex und. Ohne der Kram. Yay, ich bin draußen. Oh, jetzt hab ich mal dieses Solarium-Stern gefunden. Gibt's ja das neueste Mineral. Solarium-Ohre. Habe ich schon entdeckt im Kühlregal. Solarium-Ohr. Jetzt im Kühlregal. Mit mehr Solarium als jemals zuvor. Warnung. Verzerr könnte zu Hautkrebs führen. Natürlich übermäßig. Könnte man kaputt machen. Da oben war ich schon. Ne, da oben. Doch, da oben war ich. Genau, es ging nach rechts. Weil...
sehen. Da kann man sich hier so leicht. Ja, hier war ich auch schon. Wenn in diesem Tempel alles gleich aussieht, ne? Man kann sich so leicht verirren. Das ist so ätzend dann. Tag wäre auch mal wieder schön, würde ich mehr hier vom Planeten sehen. Mach sie fertig! Wo rennt der hin? Mach sie doch fertig. Oder machst du dein Pet? Mein Pet. Oh, Pixel, 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 Pixel. Ich mag diese Automaten, wenn sie dir Pixel spendieren. Ist das voll hilfreich, so ein Tier? Ja. Aber ich finde sie einfach nicht die Grasblöcke, die ich brauche. Mann. So zum Kotzen. Smoke weed every day. Okay, hier war ich auch schon. Was ist das? Ein Smogon. Smogangriff. Na, was anderes. Ich hab was gefunden. Oh. Cool, hier kommt neue Musik, weil ich jetzt gerade einen versteckten Abschnitt gefunden habe vom Tempel. Beziehungsweise er war nicht versteckt, ich habe nur. Ich kann ihn nur nicht dahin gelaufen. Okay, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich brauche was zu essen. Du hattest mir jetzt etwas so viel Essen. Ja. Hattest. Ich brauche Holz. Jetzt soll ich wieder ein paar Sachen braten. Ah, geil. Hier gibt's eine Kochstelle. Ich muss mich in den Magen vollhauen. Oh Mann, hier gibt's immer noch keinen Grasblöcke. Gras. Ich hab echt keine Ahnung, ob das hier was. Ob das einfach nur random ist oder. Ob da so geheime Codes sind, weißt du, so. Ach so, diese Tempeldinger. Ja, wenn da diese blauen. Ja. Dinger da sind, diese Leuchttafeln da. Oh oh. Oh oh, hört sich nicht gut an. Nein.
Ich finde die hier Dinger nicht. Ich kann die eigentlich auch gleich wieder zurückkommen. Ah, ich hab's gefunden. Oder halt nicht viel. Ja, egal, du hast was gefunden. Super, Alter. Geil. Es gibt Healing Water. Nee. Es gibt was? Healing Water, das kann ich heilen. Es leuchtet blau. Und es, also leuchtet schön und heilt dich. Ich nehme mal ein paar Proben. Für rein wissenschaftliche Zwecke natürlich. Kiste eigentlich zu vorne mitgenommen oder nicht? Ah, Alter. Also das heißt, in so einem Garten müssen wir aber auch eine Quelle mit dem Heilwasser da. Wo? Im Garten? Ja. Ja, kann man auch machen. Sammeln mal genügend ein. Ich hoffe, ich finde noch mehr von... Oh, ich brauche gar keine Lampe, das leuchtet nämlich so schön im Dunkeln. Richtig hell leuchtet das. Cool. Muss ich mir gleich mal zeigen. Ui. Ich nehme mal ein bisschen was mit für. Das wird, glaube ich, reichen. Eigentlich kann man sagen, ne? Es reicht nie, ne? Eigentlich reicht es nie. Ja. Erst wenn die ganze Welt mit dem Wasser überschüttet ist. Natürlich könnte ich halt immer wieder voll hier. Das wäre voll geil. Du kämpfst gegen den Endboss. Erstmal hier alles ins Wasser setzen. Das sind Riesenpilze. Pilze brauchen wir für zu Hause, ne? Geil, es passiert auch bei den Monstern, gegen die du kämpfst. Die können sich auch durch das Heilwasser heilen. Das ist weniger gut. Aber... ich bin einfach zu krass für die. Dass ich das überlebt habe. Oh, du bist runtergefallen? Ja, aber sowas von. Du müsstest mal diesen Dreiersprung aktivieren. Ich glaube, dadurch verliere ich aber den, was habe ich jetzt hier? Irgendwas verliere ich dadurch. Ja, aber weißt du, was du dadurch gewinnst? Den Dreifachsprung. Ja, aber ich will den Jump zum Beispiel nicht verlieren. Den Sprint. Den verlierst du dadurch nicht. Ich weiß nicht, was ich will verlieren, aber irgendwas verliere ich. Ja, klar verlierst du irgendwas. Aber was? Dreifachsprung ist einfach viel besser. Weil dreifach. Es gibt doch nur gute Sachen mit einer 3. Ja. So, was gibt's hier wieder zum Mitnehmen? Nicht besonders viel, okay. Wie viel Heilwasser habe ich jetzt? Auch ja schon über, also schon fast 1500 Einheiten. Das ist reich, glaube ich, erstmal.
Schon wieder diese Avians. Einziges, was mir an deren Haus stört, die haben ein Strohdach. Warum haben die es nicht aus Gras gemacht? Das wäre jetzt für mich ein Traum. Könnte ich jetzt so viel Gras mitnehmen für den Garten. Du hast echt eine Grassucht, ne? Das wäre klar. Das ist einfach nicht mehr normal, Junge. Huch! Es regnet Feuer! Vögel, die du einsammeln könntest für zu Hause. Ja gut, das kann ich sehen. Ach, hier ist auch Healing Water. Ah. Ja, ich kann hier genug Wasser haben. Ich nehme jetzt nicht alles mit, aber ein bisschen viel mit. Ich habe schon wieder drei Kreaturen mitgebracht. Also ich habe schon wieder drei Kreaturen bei mir. Okay. Irgendwelche kleinen Viecher. Wieder Kissen. Bringst du schon wieder in die Kiste? Jo.